Marburg führen Allgemeinmediziner und Ärzte des Uniklinikums Kurse für Medizinstudenten durch, die die Versorgung sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich sicherer machen sollen. Im Kurs Clinical Reasoning legen ein Allgemeinmediziner und ein Notfallmediziner ihre Gedankengänge zu den Symptomen ihnen unbekannter Patienten offen. Die Studierenden lernen dabei ein breites Portfolio verschiedener Strategien ärztlichen Denkens und deren praktische Anwendung für kluge Entscheidungen kennen. Im Kurs zur Arzneimitteltherapie multimorbider Patienten lernen die Studierenden, abwendbar gefährliche Verläufe zu erkennen, auf die sofort reagiert werden muss, sowie die allgemeinen Therapieempfehlungen mit den Patientenpräferenzen abzugleichen und bestehende Medikamentenpläne in sinnvoller Weise umzustellen bzw. zu kürzen. Im Kurs Patientensicherheit lernen die Studierenden die wichtigsten Fehlerquellen bei der Versorgung von Patienten und geeignete Gegenmaßnahmen kennen. Am Ende des Kurses analysieren sie als Projektaufgabe die Krankenakten von 10 ihrer Patienten und erstellen für einen fehlerhaften Vorgang Verbesserungsvorschläge, die sie in der Kursabschlussveranstaltung gegenüber erfahrenen Ärzten und einem Mitglied der Geschäftsleitung des Universitätsklinikums vortragen. Noch während ihres Studiums erhalten die Kursteilnehmerinnen eine Rückmeldung über umgesetzte oder zur Umsetzung vorgesehene Verbesserungsvorschläge, sodass sie sich auch in ihrer niedrigen hierarchischen Position schon als selbstwirksam erleben können.